Hallo, ich möchte dich ganz, ganz herzlich willkommen heißen hier aus der Taube Sinsheim. Wir haben heute leider so ein paar technische Probleme gehabt und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir die Botschaft einfach aufnehmen und dann hochladen auf YouTube. Vielleicht ganz kurz, bevor ich mit der Botschaft anfange, zwei, drei Infos. Ihr habt ja bestimmt mitgekriegt wegen diesen Corona-Zahlen, dass wir momentan auf Online-Gottesdienste umgestellt haben. Das heißt, die Heilungsschule Anfang Dezember und auch die Winterbibelschule werden wir halt komplett online durchführen. Aber ich glaube, es werden trotzdem total starke Zeiten werden. Wir haben tolle Sprecher mit Daniel Exler, mit Andreas Hermann, der Winterbibelschule, auch mit Maria Brejan. Und ja, ich würde sagen, meldet euch einfach an, ihr könnt online dabei sein. Wir werden alles über YouTube streamen. Gut, ich habe heute eine Botschaft und die heißt Sei Fels. Und ich denke, wir leben jetzt gerade in einer ganz besonderen Zeit, wo Dinge unheimlich in Bewegung sind mit der Situation, wo diese Corona-Fallzahlen hochgehen, wo es fast wie Panik gibt. Ich habe fast wie den Eindruck, dass fast momentan wie die Pforten der Hölle am Aufstehen sind, wo es einfach bei Menschen Panik gibt, wo es vielleicht auch Wut gibt, wo es wie auch so ein Stück weit wie Spaltung zwischen Geimpften, Ungeimpften gibt und alles Mögliche. Und ich merke, es ist einfach wie die Pforten der Hölle gerade am Aufstehen sind. Und irgendwo hat mir so der Heilige Geist wie einen Impuls gegeben. Ich möchte mit euch einfach ein Wort aus Matthäus 16 teilen. Und ich glaube, dass Jesus heute zu uns sprechen möchte. Und da sagt Jesus zu den Jüngern in Vers 15: Ihr aber, was sagt ihr, wer bin ich? Und Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach: Simon bar Jona, glückselig bist du, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist eine ganz, ganz starke Stelle, wo Jesus die Jünger fragt: Was denkt ihr denn, wer ich bin? Und dann sagt dieser Simon Petrus: Ja, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt er zu ihm: Ja, glückselig bist du, Simon, weil das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und ich sage zu dir, du sollst Petrus sein. Und dieser Fels, auf dem werde ich Gemeinde bauen. Und ich spüre so, wie der Heilige Geist es gerade jetzt sagt in dieser Zeit. Jetzt, wo so viele Turbulenzen da sind, wo vielleicht der Geist der Spaltung überall ist, sogar in Gemeinden, wo vielleicht Wut, wo Ängste da sind, alles Mögliche. Ich glaube, da brauchen wir wieder eine Offenbarung von dem Sieg von Jesus. Ich glaube, dass Jesus uns freisetzen möchte, dass wir total jetzt in dieser Zeit auf diesem Felsen gegründet sind. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, was dich alles bewegt, auf und ab, aber ich möchte sagen, Jesus, er ist der Fels. Und er hat zu Petrus gesagt, die Pforten der Hölle, die werden die Gemeinde nicht überwinden, wenn sie auf diesem Felsen Jesus gegründet ist. Und ich möchte sagen, momentan sind die Pforten der Hölle aktiv, vielleicht wie nie zuvor. Und ich spüre so, wie der Heilige Geist uns ruft: Sei
dieser Fels in Jesus. Seid gegründet auf dieser Wahrheit, es ist vollbracht. Ich habe letzten Sonntag in Heidelberg so gepredigt über diesen Tisch des Herrn, wo Jesus mich hingerufen hat und wo ich einfach starke Dinge von Jesus empfangen habe, auch Heilung und andere Dinge. Und wenn ich so diese Woche zurückschaue, habe ich irgendwie jeden Tag diese Sehnsucht gehabt, zu Jesus zu kommen, an seinen Tisch. Und es war öfter so, wo ich nur dran gedacht habe, Herr, ich habe Sehnsucht nach diesem Tisch des Herrn, ist im Geist wie etwas aufgegangen und ich hatte diese Gemeinschaft mit Jesus. Und ich kann mich an einen Morgen erinnern, wo mir Jesus nur wie dieses Kreuz gezeigt hat. Und ich habe im Geist gesehen, die ganzen Dinge, die am Kreuz, wo Jesus den Sieg davon getragen hat, über die Macht der Sünde, über Macht der Krankheit, auch über diesen Coronavirus, über die ganze Macht des Todes. Und ich glaube, diese Kraft, dieser Sieg von Jesus, es ist eine unglaubliche Kraft, die Gott uns jetzt in dieser Zeit geben möchte. In meinem Herzen habe ich diese tiefe Gewissheit, dass Jesus zurückkommen möchte als dieser Löwe und dass dieser Sieg Gottes zurückkommen wird. Aber ich glaube, Jesus möchte dich und mich rufen. Er möchte dich rufen, dass du diese Offenbarung von Jesus hast, dass du gegründet bist auf diesem Felsen, auf diesem Sieg, den Jesus für dich errungen hat. Und ich glaube, jetzt mehr als alles andere habe ich diesen Eindruck, Jesus ruft uns. Er ruft uns, dass wir zu ihm kommen, dass wir auf diesem Felsen stehen, dass wir auf dieser Gewissheit stehen. Jesus, du bist mein guter Hirte. Du hast die Macht des Todes überwunden. Du hast die Macht von Krankheit überwunden. Und mein ganzes Leben, du hast es erlöst aus der Grube. Und ich gehöre dir. Ich bin dein Eigentum. Ich glaube, es ist ein Ruf, den Jesus jetzt hat für diese Zeit. Ich möchte sagen, es ist ein Ruf für dich. Du kannst diese Entscheidung nehmen. Willst du vertrauen auf deine Kraft oder vertraust du darauf, dass Jesus dein Erlöser ist, dass er die Macht der Finsternis besiegt hat? Weißt du, Jesus hat oder Petrus hatte diese Offenbarung über Jesus und dann hat Jesus zu ihm gesagt, Petrus, ich mache dich zum Felsen, aber ich gebe dir auch die Schlüssel des Himmels. Und du sollst diese Autorität nehmen, du sollst binden und lösen. Und was du binden wirst, es wird gebunden sein im Himmel. Und was du lösen wirst, es wird gelöst sein. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir diese Offenbarung haben von Jesus, du bist der Fels, jetzt in dieser Zeit, wo so viele Dinge erschüttert werden, wo vielleicht auch manche Vorstellungen in unserem Leben erschüttert werden. Wenn du diese Offenbarung hast, Jesus, du bist der Fels, du bist dieser Eckstein, auf dem Gott die Gemeinde bauen wird, auf dem Gott sein Reich bauen wird. Du hast diese ganze Macht des Feindes überwunden. Wenn wir diese Offenbarung haben von Jesus, dann glaube ich, dass Jesus uns diese Schlüssel des Himmels anvertrauen wird, dann werden wir binden, dann werden wir die Pläne des Feindes binden und wir werden die Pläne des Himmels rufen. Ich glaube, Jesus möchte uns diese Autorität zurückgeben, dass die ganzen Pläne des Feindes gebunden werden, dass diese Pläne, die vielleicht jetzt von den Pforten der Hölle hochgehen, dass sie gebunden werden im Namen Jesus. Dass wir aber gleichzeitig die Pläne Gottes, die Pläne der Erweckung, dass wir sie rufen für unser Land, für diese Zeit. Weißt du, ich glaube an einen starken Gott. Ich glaube, dass Jesus den Sieg vollbracht hat. Und jeden Tag, die letzten Tage, wenn ich
diese Sehnsucht hatte, zum Tisch des Herrn zu gehen, dann hat er mir auch immer wie seinen Sieg offenbart. Er hat gesagt, nimm von diesem Sieg, ess und trink von diesem Sieg. Ich habe die ganze Macht des Feindes überwunden. Und du sollst gegründet sein in diesem Sieg. Du sollst gegründet sein auf diesem Felsen. Ich bin dieser Fels. Ich habe die ganze Macht überwunden. Und ich möchte sagen, wenn man das Leben von Petrus anschaut und auch nach dieser Aussage von Jesus in den Evangelium, dann wird man schnell feststellen, dass da ganz viel Wackelpudding dabei war statt Fels. Er wollte übers Wasser zu Jesus gehen und hat auf die Wellen geschaut. Er hat Jesus dreimal verleugnet. Er hat sogar Jesus gesagt, auf gar keinen Fall, hat er zu Jesus gesagt, darfst du ans Kreuz gehen. Und Jesus musste ihm sagen, weiche von mir, Satan. Und trotzdem hat Jesus diesen Petrus gerufen und er hat sein Leben zu einem Felsen gemacht. Und vielleicht ist in deinem Leben gerade noch ganz viel Wackelpudding, wo du Ängste hast, wo du Sorgen hast. Aber ich glaube, dass Jesus dich rufen kann und dass er dich rufen möchte. Dass er dich rufen möchte, komm zu diesem Felsen. Ich habe die Macht des Feindes besiegt. Auch wenn jetzt Erschütterungen über die ganze Erde kommen, über unsere Länder kommen, du hast ein unerschütterliches Reich in mir. Ich rufe dich jetzt in diese Zeit. Und wenn du dieses Video siehst und du hast noch nie Jesus dein Leben anvertraut, dann möchte ich dir sagen, Jesus ruft dich jetzt. Vertrau ihm dein ganzes Leben an. Er hat jede Macht der Sünde getragen. Er möchte dir dieses ewige Leben geben. Weißt du, dieses ewige Leben, was Jesus dir schenkt, das ist ein unerschütterliches Leben. Es ist etwas, was Bestand haben wird. Die Bibel sagt, alles, was materiell ist, es wird irgendwann untergehen und ja, weggehen. Aber das Geistliche, es wird in Ewigkeit bestehen. Und wenn du auf diesen Felsen Jesus baust, wenn du auf das baust, dass Jesus dir ewiges Leben gibt, dass Jesus dein guter Hirte ist, dass Jesus die Macht des Todes und die Macht der Krankheit besiegt hat, dann möchte ich dir diese Zusage geben, dass du auf Fels baust. Dann habe ich diese Gewissheit, dass Jesus dein Fels wird und dass du in Jesus auch ein Fels wirst in dieser Zeit. Weißt du, ich glaube, wir leben jetzt in dieser Zeit, wo so viele Menschen wirklich erschüttert werden, wo vielleicht ganze Nationen erschüttert werden. Wir haben heute Nachmittag viel für Österreich gebetet. Ich glaube, dass dieses Land momentan komplett erschüttert wird. Und trotzdem glaube ich, dass Gott einen starken, starken Plan hat für dieses Land Österreich, auch für die anderen Länder in Europa. Und manchmal muss diese Erschütterung kommen, damit das Unerschütterliche offenbar wird. Und das ist vielleicht gerade jetzt die Situation in dieser Zeit. Jesus ist der Fels. Und Gott hat uns versprochen, auf diesen Felsen Jesus wird er Gemeinde bauen, wird er Reich Gottes bauen. Und ich möchte sagen, gerade jetzt in dieser Zeit, setze doch dein Vertrauen zu 100% auf diesen Felsen Jesus. Setze dieses Vertrauen auf Jesus und er wird mit dir sein. Er wird dein Erlöser sein. Er wird dein Befreier sein. Er wird deine Zukunft sein. All diese Dinge, die sind jetzt wichtig. Und ich glaube, wenn du dieses Vertrauen auf Jesus setzt, dann glaube ich, dass Jesus dir eine Autorität geben wird. Er wird dir eine Autorität geben, diese Schlüssel des Himmels zu gebrauchen. Auch in deinem Gebet, in deinen Worten, die du aussprichst. Weißt du, wir sind berufen jetzt in dieser Zeit. Wir sind berufen, die Pläne des Feindes zu binden.
Und wir sind gerufen, die Pläne von Gottes Reich freizusetzen. Ich glaube, dass Gottes Reich noch einmal kommen wird, wie nie zuvor. Gerade jetzt in diesen Erschütterungen. Ich glaube, unser Geist soll sich freuen. Vielleicht wird die Finsternis aufstehen wie nie zuvor. Und gerade da, wo die Finsternis so stark ist, da glaube ich, wird Gottes Licht durchbrechen. Da wird Gottes Herrlichkeit durchbrechen. Und wir leben jetzt in dieser Zeit. Wir erleben das, wie so viele Menschen auch gerufen werden von Jesus jetzt in dieser Zeit. Wenn du heute diese Botschaft hörst, sage ich dir, lass dich rufen vom Geist Gottes. Die Zeit ist jetzt reif. Vertraue nicht auf Dinge, die vergehen werden oder die erschüttert werden. Vertraue auf die Herrlichkeit Gottes. Vertraue auf Jesus. Er ist dieser Fels. Und auf diesem Felsen, da kannst du dieses Leben Gottes aufbauen. Da kannst du eine Sicherheit haben. Und ich glaube, da wird dir Gott ja etwas anvertrauen. Und ich sage dir jetzt in dieser Zeit, lass dich rufen. Sei dieser Fels in Jesus Christus. Die Zeit, sie ist reif jetzt für dich. Jesus möchte dich rufen. Und er ist der Herr. Tief in meinem Herzen weiß ich, Jesus, er wird zurückkommen in unsere Länder. Die Kraft von Jesus, sie wird zurückkommen. Aber es wird durch dich und durch mich geschehen. Durch unsere Herzen, durch unsere Leben, durch unseren Glauben. Lass dich jetzt rufen in dieser Zeit und vertraue auf diesen Felsen. Und da, wo vielleicht noch Ängste sind, wo ja wie Wackelpudding vielleicht ist in deinem Leben. Ich glaube, Jesus hat diese Kraft. Wenn du zu ihm kommst, da wird sich dein Leben verwandeln. Und du wirst dieser Fels sein in der Brandung. Und ich sage dir eins, Menschen werden das sehen in deinem Leben, wenn du diese feste Gewissheit hast, wenn dein Leben gegründet ist auf diesem Felsen Jesus, wenn Gott dir Dinge anvertraut. Ich glaube, die Zeit ist jetzt reif dafür. Gott möchte dein Leben rufen. Er möchte dich zu einem Fels machen, mitten in dieser Zeit der Erschütterung, wo du auf die Werke Gottes schaust, wo du auf das schaust, was Jesus für dich vollbracht hat, wo du tief im Geist dieses ewige Leben hast, wo du tief in deinem Geist diese Gewissheit hast, Jesus, du hast mein Leben erlöst, mein ganzes Leben, es gehört dir und ich habe dieses ewige Leben jetzt und auch in alle Ewigkeit. Weißt du, Jesus, er hat es für dich vollbracht. Er ist ein guter Hirte und er möchte dich gerade jetzt rufen. Ich möchte einfach noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir gerade jetzt danken, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Danke, dass du der Fels bist, Herr, der die ganze Macht der Finsternis überwunden hat. Und Herr Jesus, gerade jetzt in diesem Moment möchte ich deinen Namen erheben, ganz besonders über Österreich. Herr Jesus, deine Pläne sind stärker als jede Macht der Finsternis. Und ich möchte deinen Sieg erheben über diesem Land Österreich. Dieses Land, es gehört dir. Es soll erlöst sein durch dein Blut. Danke, dass du die Gemeinde rufst in Österreich, gerade jetzt in dieser Zeit, dass du sie herausrufst, dass du sie auf diesen Felsen rufst, dass sie stehen werden in dir, dass sie aufstehen werden,
Danke, dass dein Sieg über dieses Land kommt. Und ich sag Österreich, es gehört dir. Du rufst dieses Land jetzt in dieser Zeit, mitten in dieser Zeit der Erschütterung. Jesus, ich möchte beten, dass dein Reich kommt in dieses Land. Vater, und ich möchte die Pläne des Feindes binden über diesem Land. Und ich möchte deine Pläne rufen, dass Österreich freigesetzt wird zu deiner Ehre. Dass du Österreich den Tisch deckst, mitten im Angesicht der Feinde. Du bist der gute Hirte. Du bist der Erlöser. Und wir geben dir alle Ehre für dieses Land Österreich. Und ich danke dir, dass du zurückkommst in unsere Länder, Herr. Dass du kommst als dieser Löwe, der Befreiung bringt. Dass du kommst nach Österreich, in die Schweiz, nach Deutschland, nach Frankreich, nach Italien, in viele Länder. Und dir allein sei der Sieg. Dein Name, er soll gepriesen sein, jetzt und in Ewigkeit. Und ich danke dir, dass du auch in die Wohnzimmer kommst, dass du jetzt Menschen rufst, dass du sie rufst, zu dir zu kommen, dass du sie rufst, auf diesem Felsen Ruhe zu finden und Kraft zu finden und Stärke und Erlösung. Danke, Jesus. Danke, dass du unser guter Hirte bist. Du hast den Sieg, Jesus. Und in dir sind wir mehr als Überwinder. In dir verwandelt sich unser Leben von Angst und Niederlage. Verwandelst du uns in Fels in dir, Jesus. In dir dürfen wir diese Autorität ergreifen. Du bist so gut, Herr Jesus, und ich erhebe deinen Namen. Ich möchte dich jetzt ermutigen. Geh in diesen Lobpreis und erhebe Jesus Christus als den Fels in deinem Leben. Und du wirst sehen, wie sich dein Leben verwandeln wird. Du wirst sehen, wie Leben kommt, wie Herrlichkeit kommt. Danke, Jesus. Du bist so gut, Herr. So gut. Halleluja. Wir werden auch die Nummer vom Gebetsteam einblenden. Wenn du diese Sehnsucht hast, dass du ein Gebet brauchst, damit dieser Fels, Jesus, dass er stark wird in deinem Leben, dann ruf einfach an. Es werden Menschen da sein und die werden dich zu diesem Felsen führen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du der Fels bist in unserem Leben, Herr. Ich ermutige dich, geh jetzt in diesen Lobpreis und erheb deinen Felsen. Sei erhoben, o Gott, über den Himmel. Deine Herrlichkeit sei über alle Welt. Über den Himmel.
So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht, und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Ja, wir singen laut, so groß ist der Herr. Ja, dein Name sei erhöht, denn du verdienst das Lob. Ja, wir singen laut, so groß bist du, Herr. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Herr. So groß bist du, Herr, sing mit mir, so groß bist du, Herr, dich preisen wir, so groß bist du, Herr.
ihm dem Lamm auf dem Thron sei das Lob in Ewigkeit, sei die Ehre und die Stärke. Wir beten an, Lamm auf dem Thron, lebendes Wort. Wir erheben und anbeten dich, allmächtiger Gott. Wir geben Lob dir, dem Lamm. Ihm dem Lamm auf dem Thron sei das Lob in Ewigkeit, sei die Ehre und die Stärke, sei die Macht und Majestät. Wir beten an, Lamm auf dem Thron, lebendes Wort. Wir erheben und anbeten dich, allmächtiger Gott. Wir geben Lob dir, dem Lamm. Wir beten an, Lamm auf dem Thron, lebendes Wort. Wir erheben und anbeten dich, allmächtiger Gott. Wir geben Lob dir, dem Lamm. Ihm dem Lamm auf dem Thron sei das Lob in Ewigkeit, sei die Ehre und die Stärke, sei die Macht und Majestät. Wir beten an, Lamm auf dem Thron, lebendes Wort. Wir erheben und anbeten dich, allmächtiger Gott. Wir geben Lob dir, dem Lamm.
Majestät, herrliche Majestät, dir sei Ehre, Herrlichkeit und Lob. Majestät, herrliche Majestät, von dir fließt Kraft in großer Macht zu deinem Volk. Majestät, herrliche Majestät, dir sei herrliche Majestät, von dir fließt Kraft in großer Macht zu deinem Volk. Hebt ihn hoch, hebt ihn hoch, den Namen Jesus. Macht ihn groß, kommt und verehrt Christus, den Majestät, herrliche Majestät. Jesus, du starbst, bliebst nicht im Grab. Halleluja. Majestät, herrliche Majestät. Dir sei Majestät, herrliche Majestät, Jesus, du starbst, bliebst nicht im Grab, Halleluja. Hebt ihn hoch, hebt ihn hoch, den Namen Jesus. Macht ihn groß, kommt und verehrt Christus, den Herrn. O Majestät, herrliche Majestät, Jesus, du starbst, bliebst nicht im Grab, Halleluja. Jesus, du starbst, bliebst nicht im Grab, zieh mich hin zu dir, Herr.
lass uns zusammen laufen. Zieh mich hin zu dir, o Herr, und halt mich fest. Komm und führe mich her. In deine Königskammer, in die Verborgenheit, wo deine Liebe mich umfällt. Ich will dich zu lieben, Herr. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Du mein König und mein Gott. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, du mein König und mein Gott. Zieh mich hin zu dir, Herr, lass uns zusammen laufen. Zieh mich hin zu dir, o Herr. Und halt mich fest. Komm und führe mich, Herr, in deine Königskammer, in die Verborgenheit, wo deine Liebe mich umfällt. Ich will mich freuen in dir, ich will mich freuen in dir, ich will mich freuen in dir und fröhlich sein. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Du mein König und mein Gott. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, du mein König und mein Gott. Wie ist deine Liebe tief, dass ich niemals sie begreife? Sie ist viel zu hoch für mich. Sie ist unermesslich. Wie ist deine Liebe tief, o Gott im Himmel?
ist deine große Liebe. So hoch ist sie, ohne Messlich, so tief ist sie, nur deine Liebe. Wie ist deine Liebe tief? So hoch ist sie, ohne Messlich, so tief ist sie, nur deine Liebe. Würdig und herrlich ist das Land. Jesus, dir allein sei Ehre. Du, der du sitzt auf deinem Thron. Dir sei Ruhm in Ewigkeit. Jesus, dir allein sei Ehre. Du, der du sitzt auf deinem Thron. Dir sei Ruhm in Ewigkeit. Halleluja, sei erhoben, o Herr, du bist König. Singen wir zu dir. Würdig und herrlich ist das Land. Jesus, dir allein sei Ehre. Du, der du sitzt auf deinem Thron. Singen wir zu dir. Würdig und herrlich ist das Land. Jesus, dir allein sei Ehre. Du, der du sitzt auf deinem Thron. Sei erhoben, o Herr,
singen wir zu dir. Würdig und herrlich ist das Lamm, Jesus, dir allein sei Ehre. Du, der du sitzt auf deinem Thron, dir sei Ruhm in Ewigkeit. Halleluja, sei erhoben, o Herr, du bist König und wir beugen uns, Herr, in Anbetung singen wir zu dir. Halleluja, sei erhoben, o Herr, du bist König und wir singen wir zu dir. In Anbetung singen wir zu dir, Jesus. In Anbetung singen wir zu dir. Würdig und herrlich ist das Lamm, Jesus, dir allein sei Ehre. Du, der du sitzt auf deinem Thron, dir sei Ruhm in Ewigkeit. Oh, dir sei Ruhm in Ewigkeit. Nur dir, nur dir sei Ruhm in Ewigkeit. Oh, wie schön dieser Name ist, oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus Christus ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der Name. Du warst das Wort direkt am Anfang, eins mit Gott, dem höchsten Herrn. Die Kraft verborgen in der Schöpfung und durch Christus nun zu sehen. Oh, wie schön dieser Name ist, oh, wie schön dieser Name. Oh, wie schön dieser Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Den Himmel wolltest du nur mit uns, so brachtest du die Schuld war groß, die Liebe größer. Nichts trennt uns jemals von dir. Oh, wie herrlich der Name ist.
Oh, wie herrlich der Name ist, der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie herrlich der Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie herrlich der Name ist, der Name Jesus. Oh, wie herrlich der Name ist, der Name Jesus. Tod verloren, zerrissen der Vorhang, Sünde und Grab schweigen vor dir. Die Himmel laut tosen, voll Herrlichkeit loben, weil du nun auferstanden bist. Du hast keinen Gegner, Gott, du regierst für alle Zeit. Und dein ist das Reich und dein ist die Ehre. Dein Name thront in Ewigkeit. Oh, wie mächtig der Name ist. Oh, wie mächtig der Name ist. Der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie mächtig der Name ist, der unbesiegbar ist. Oh, wie mächtig der Name ist, der Name Jesus. Der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang. Sünde und Grab schweigen vor dir. Die Himmel laut tosen, voll Herrlichkeit lobend, weil du nun auferstanden bist. Du hast keinen Gegner, keiner vergleichbar. Gott, du regierst für alle Zeit. Und dein ist das Reich und dein ist die Ehre. Dein Name thront in Ewigkeit. Oh, wie herrlich der Name ist. Oh, wie herrlich der Name ist. Der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie herrlich der Name ist, der unbesiegbar ist. Oh, wie herrlich der Name ist, der Name Jesus. Oh, wie herrlich der Name ist, der Name Jesus. Oh, wie herrlich der Name ist, der Name when you walk into the room, everything changes. Dark
darkness starts to tremble at the light that you bring when you walk into the room. Every heart starts burning, and nothing matters more than just to sit here at your feet and worship you. We worship you. When you walk into the room, everything changes. Darkness starts to tremble at the light that you bring. When you walk into the room, every heart starts burning. Nothing matters more than just to sit here at your feet and worship you. We worship you. Consume God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you, we want you. Come and consume God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you, we want you. Oh, come and consume God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you, we want you, Jesus. Oh, come and consume God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you, we want you. 'Cause we love you, and we'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. So come and consume God, all we are.
We give you permission, our hearts are yours. We want you. We want you. Oh, come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. We want you. Oh, come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. We want you. Jesus, come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. We want you. We love you, and we'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. Wir wollen nur dich. Wir wollen nur dich. Wir wollen nur dich, Jesus. Wir wollen nur dich. Wir lieben dich und wir wollen nur dich, Jesus. Und wir lieben dich und wir hören niemals auf. Wir wollen nur dich, Jesus. Wir lieben dich und wir hören niemals auf. Dich allein, Jesus. Wir wollen nur dich, Jesus. So come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. We want you. Come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. We want you. Verabschieden uns jetzt aus Sinsheim, wünschen euch einen schönen Abend und bis ganz bald.